Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ein herzliches Willkommen hier aus der Neosphäre bei der Informationsreihe des Interessenverband Handel und Gewerbeindustrie zur Nationalratswahl 2013. Neben mir darf ich den Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten der NEOS, Matthias Stolz, begrüßen. Danke, dass Sie uns Zeit genommen haben. Gerne. Mit mir zusammen stellt die Fragen unser geschäftsführender Vizepräsident des Interessenverbandes Handel und Gewerbeindustrie, Professor Diplom-Ingenieur Dr. Gerhard Kramel. Wir kommen gleich zur ersten Frage, hätte ich gesagt. Sie sind eine neu gegründete Partei, auf der eine Bürgerbewegung, wie Sie selber sagen. Da kommt es natürlich dazu, dass Sie einige nicht kennen. Was sind die NEOS? Wir sind Partei und Bürgerbewegung in einem und wir treten an zu den Nationalratswahlen jetzt zum 1. Mai im September. Wir sind mittlerweile 6000 Menschen, die einfach gesagt haben, ich verlasse den Zuschauerrang, ich verlasse den Zuschauersessel. Ich halte es nicht mehr aus, ich drucke das nicht durch. Wir wollen das selber in die Hand nehmen. Politik ist wichtig. Wir haben uns eine gemeinsame Definition von Politik gegeben, nämlich Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Und dieser Ort ist ziemlich im Eimer. Der Ort ist versaut durch Korruption, durch Sesselkleber. Aber der Ort ist wichtig, da machen wir uns aus wie dumm miteinander. Und den Ort wollen wir attraktiver machen. Da wollen wir Leidenschaft hineinbringen, Lust, auch Leichtigkeit. Das ist ja ein depressiver Ort geworden leider. Und wir wollen auch Lösungen hineinbringen natürlich, also inhaltliche Lösungen. Ganz wichtig, damit wir den Stillstand rausbringen. Nun sind die NEOS ja ein Zusammenschluss aus mehreren Parteien, unter anderem auch das Liberale Forum und die Jungen Liberalen. Wie kann man sich vorstellen, weil ja doch verschiedene Inhalte eingeschlossen werden, wie kann man sich da vorstellen, wie die inhaltliche Zusammenarbeit ist und wie da die Ressortaufteilung bei Ihnen innerhalb der Partei funktioniert? Also wir sind... NEOS ist die neue Bewegung als solches. Wir sind aber gleichzeitig auch eine Wahlplattform. Wir haben gesagt, wir nehmen den Namen der neuen Bewegung NEOS, das neue Österreich, auch als unser Kürzel für die Wahlplattform, die antritt. Und hier sind an Bord eben die Julis. Die sind ganz regulär an Bord, die haben Doppelmitgliedschaft. Die Julis, die jungen Liberalen, haben mittlerweile ihren Parteistatus aufgegeben, sind zurückgegangen auf den Status eines Vereins und sind in Doppelmitgliedschaften auch bei uns dabei. Das heißt, wir sind ganz regulär eingebunden in den Programmprozess, in Entscheidungen etc. Und der Julis Obmann ist auch in unserem elfköpfigen Vorstand. Die Online-Partei ist eine sehr kleine Bewegung, die allerdings ein sehr enges Thema hatte und hat, nämlich das Thema Online-Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Das ist uns wichtig und die haben wir als Kompetenzpartner an Bord geholt. Der Mitinitiator ist auch bei uns Kandidat und ist so eingebunden. Der größte Partner ist natürlich hier das Liberale Forum. Hier haben wir einen Partnerschaftsvertrag verabschiedet, wo wir definiert haben, dass sie von 20 Listenplätzen auf Bundesebene 5 benennen können mit Personen, die sie ins Rennen schicken. Und das haben sie gemacht. Das heißt, die Frau Mlina ist auf Platz Nummer 2, der Michael Bock auf Platz Nummer 5. Und so ist es dann ansteigend noch 3 weitere Personen in den 20 vorderen Kandidatenrängen. Und wir haben so laufende Abstimmungsrunden jede Woche einmal, damit wir auch gut im Saft sind miteinander. Wir haben in allen Bundesländern Teams zusammengeführt mittlerweile. Und auch hier, wenn Sie ins Büro gehen, sehen Sie, dass das Lift bei uns einzogen ist. Also das hat sich ganz gut angelassen. Es geht uns jeden Tag gut und jeden Tag eigentlich besser. Ist das Projekt mit der Liberalen Form ein Zukunftsprojekt oder ist es jetzt nur mal ein Projekt für die Nationalratswahl? Nein, es soll auch für die Europawahl im Frühjahr sein, 2014, und voraussichtlich auch für die Wienwahl im Jahr 2015. Also wir können uns auch weitere Integrationsschritte vorstellen, aber da muss man jetzt einmal diesen wichtigen Schritt für die Wahlplattform gehen, Ende September, und ich hoffe, die Menschen geben uns ihren Rückenwind mit auf den Weg. Und dann wird man sehen, wie tun wir weiter. Wenn man sich Ihre Internetseite anschaut und Ihr Parteiprogramm anschaut, haben Sie 3 für Sie ganz wichtige Punkte als Schwerpunkte jetzt gesetzt. Das ist einerseits die Bildung, die Steuern und das Pensionssystem.
Warum gerade die drei Punkte und sind das die einzigen wichtigen Themen für Österreich? Na, wir haben mittlerweile über 77 Seiten Lösungen in unseren Plänen für ein neues Österreich. Wir haben ganz viele inhaltswütige Menschen dabei. Also wir haben zuletzt im Juni haben wir 20 Arbeitsgruppen gehabt, die an Inhalten gearbeitet haben. Und ich habe dann auch in meiner Funktion als Vorsitzender gesagt, bitte jetzt einen Gang zurück inhaltlich. Ja, ich finde es großartig, dass wir es anders machen wie ein Stronach, der sagt, also hurra, da bin ich. Und dann irgendwann Monate später ein Programm nachreicht, das nicht einmal von seinen eigenen Leuten erarbeitet wurde, sondern irgendwo halt in Auftrag gegeben wurde. So kann man eine Politik machen. Das ist nicht tragfähig. Uns war es wichtig zu sagen, wofür wir stehen. Deswegen haben wir am Anfang 5 Schwerpunkte ausgelotet. Da war auch noch Europa dabei, da war auch noch Soziales dabei. Das Thema Demokratie, Wirtschaft und Bildung. Bildung unser zentrales Thema. Mittlerweile sind etliche Kapitel dazugekommen, ist alles auf unserer Website www.neos.eu. Aber natürlich in einer Wahlkampagne kannst du maximal 3 Themen positionieren als neue Partei, wenn überhaupt. Also wir haben nicht die Millionen wie andere. Wir haben sehr viele inhaltliche Lösungen zu bieten, aber wir werden nicht mit 10 Punkten durchkommen. Deswegen haben wir gesagt, voller Fokus auf unsere mittlerweile 2 wichtigsten. Also unsere Überschrift ist, wir sind Anwalt, wir sind Sprachrohr für die Jungen. Die nächste Generation, die braucht ein Sprachrohr. Der Generationenvertrag hängt schief, so es ihn gibt. Und niemand schaut auf die Bedürfnisse der zukünftigen Generationen. Das ist nicht nachhaltig aufgestellt. Und wir veranschaulichen das vor allem in 2 Bereichen, nämlich Pensionssystem. Das ist völlig neben der Spur. Wenn sich ein Sozialminister in die ZIP sitzt und sagt, no, das sind sichere Pensionen, dann kriege ich echte Warnungen, ja, weil das ist Glauben. Das ist deswegen sicher, weil wir halt Milliarden, mittlerweile 18 Milliarden pro Jahr für Pensionen ausgeben, für Beamtenpensionen, Ruhegenüsse und für Pensionszuschüsse. Das ist ein Wahnsinn, wenn Sie sich denken, 18 Milliarden. Und wenn Sie sich anschauen, was sind uns knapp 300.000 Studierende wert pro Jahr, dann sind es 3,5 Milliarden, 3,6 Milliarden. Da stimmen die Verhältnisse nicht. Wenn Sie die Lehrlinge noch dazu nehmen, die 125.000, dann legen wir ein paar hundert Millionen drauf, aber auch nicht viel. Und da drüben ist ein Berg von 18,6 Milliarden. Und daneben haben wir einen Berg von fast 8 Milliarden Schulden, Zinsdienst pro Jahr. Das ist nicht fair. Deswegen sagen wir brauchen eine Diskussion, wir brauchen Lösungen in dem Bereich. Bildung, der Bildungsnotstand, den wir haben in Österreich, wir wollen Bildungsbau statt Neubau. Wir müssen diese Typen, die hier zynische Politik machen, auf dem Rücken unserer Kinder und Enkel, die müssen vom Feld geschickt werden. Und das können wir nur über Wahlen machen. Welche Pläne haben Sie jetzt genau bezüglich der Steuern? Das Steuern, da ist uns wichtig, dass wir, und erstaunlicherweise hat die ÖVP unseren Slogan hier übernommen, wir haben dann auch nur geklaut von der FDP, also muss ich dazu sagen, mehr netto vom Brutto ist unser Ziel. Und alle, die da mithelfen, wunderbar. Also wir wollen ja auch Mitbewerbern keine Steine nachwerfen, wunderbar, wenn ein Stronach, wenn eine ÖVP hier mithelfen will. Das ist großartig, dann gehen wir es doch gemeinsam an. Das Ziel ist, dass jeder von uns bis 2020 10% mehr in der Geldtasche. Das ist möglich. Also manchmal sagen Journalisten, das geht über nicht. Unlängst in Bregenz eine Pressekonferenz gehabt, sagt eine Journalistin, das ist nicht möglich. Sag ich, ja, dann schauen Sie mal da 6 Kilometer raus, hinter uns war der Bodensee, da sehen Sie die Hafeneinfahrt Lindau. Die haben eine Steuerabgabenquote von rund 40%. Wir sind bei fast schon 45%. Das heißt, bei denen ist es jetzt schon Realität. Und wenn Sie in die andere Richtung schauen, Schweiz, 20 Kilometer, dann sind wir dort bei 28%. Das heißt, die nehmen den 100er, den sie verdienen am Monatsende und schneiden ihnen nicht 45 weg, sondern 28. Und das macht einen großen Unterschied. Und dann gehen Sie in die Schweiz, da gibt es Straßen, da gibt es Schulen, da gibt es Hochschulen, die sind sogar besser wie bei uns, da gibt es sozialen Frieden. Und ja, vielleicht wollen wir manches anders machen wie die Schweiz, aber in dem Punkt können wir was lernen. Bei uns wird im großen Stil Geld verschwenden. Durch den Föderalismus, der dann natürlich völlige Ineffizienzen herausbildet, im Gesundheitsbereich beispielsweise. Durch die Sozialsysteme, die nicht fit sind. Durch Parteienfinanzierung, wir machen jetzt gerade eine Petition,
wo wir sagen, wir möchten die Parteienfinanzierung kürzen um 75%. Das würde uns 150 Millionen bringen pro Jahr. Okay, das ist ein überschaubarer Betrag, aber 150 Millionen zum Beispiel in die sprachliche Frühförderung von Kindern. Und ich garantiere Ihnen, wir haben nicht mehr 25% oder mehr, die nicht gescheit Deutsch können. Aber schneiden Sie haben. Sich auch ins eigene Fleisch sozusagen. Wieso? Wenn Sie Ihnen sozusagen selber Parteiförderung weg. Ja, dazu sind wir bereit. Ja, die Parteiförderung ist ein großer Skandal. Wir haben, die österreichische Parteiförderung ist Vize-Weltmeister nach Japan. Japan ist ganz ein anderes System. In Europa gibt es kein Land, das nur in die Nähe kommt von Österreich. Nur in die Nähe kommt. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir europaweit die höchste Parteienförderung haben. Und was machen die alteingesessenen Parteien 2012? Sie legen sich noch einmal 25 Millionen drauf. Warum? Weil sie sagen, oh, wir können jetzt die Telekom oder andere Unternehmen nicht mehr Schutzgeld erpressen. Da sind sie uns jetzt draufgekommen und da gibt es jetzt neue Transparenzregeln. Wir brauchen das Geld da. Wir haben eine Parteienförderung, die ist 13 Mal so hoch pro Kopf wie in Deutschland. Jetzt kommen manche und sagen, nee, aber wir brauchen doch öffentliche Parteienfinanzierung, sonst werden die Parteien korrupt. Sage ich, okay, NEOS will öffentliche Parteienfinanzierung, aber in einem vernünftigen Ausmaß. Wir sind über 20-fach pro Kopf über der Schweiz. Professor Schneider Uni Linz rechnet vor, würden wir jene Korruption haben wie in der Schweiz vom Niveau her, würden wir uns 2,5 Milliarden pro Jahr ersparen an Ausgaben des Gemeinwesens. Okay, die österreichischen Parteien sind absoluter Europameister in der Parteienförderung. Sie haben 11 Jahre die Familienbeihilfe unterm Strich nicht erhöht. Sie haben jedes Jahr die Parteienförderung erhöht. Zuletzt 25 Millionen draufgelegt. Und sie sind trotzdem korruptionsanfälliger als die Deutschen und weit korruptionsanfälliger als die Schweizer. Das muss man festhalten und dann ist dieses Argument entkräftet. Und deswegen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Diese ÖVP und SPÖ insbesondere, das sind hohle Veranstaltungen geworden. Fette Apparate und hohle Veranstaltungen. Mit großen Verdiensten in der Vergangenheit. Und entweder gehen wir in einen Orden und sagen, danke, das war's, ihr habt große Verdienste, aber es ist Geschichte. Oder sie müssen sich neu erfinden. Und ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, dass Sie sich neu erfinden. Die Sozialdemokratie und die Volkspartei. Dazu braucht es aber den Umstand, dass wir Ihnen Stimmen nehmen und Geld nehmen. Und beides haben wir vor, in dieser Reihenfolge. Ohne das wird sich nichts ändern. 5 Jahre weiterer Stillstand und diese Parteien werden nur noch hohler und nur noch korruptionsanfälliger. Warum soll man die NEOS wählen? Mhm. Denn es gibt so viele Alternativen, haben Sie selbst genannt, teilweise. Es gibt eben das Team Stronach, das BZÖ, die ÖVP. Warum jetzt gerade die NEOS? Ich glaube, die NEOS sind die größte Chance für dieses Land. Und wir brauchen aber den Hebel von 5% plus. Dann können wir unsere Kraft auch im parlamentarischen System zum Ausdruck bringen, voll und ganz. Ich weiß, dass immer noch in der Pflicht, bis Mitte, Ende September klar zu machen, wir werden über dieser Hürde sein, weil viele sagen, naja, vielleicht ist eine verlorene Stimme. Das wird nicht so sein. Wir sind jetzt in unserem eigenen Umfang bei 3%. Wir steigen sehr gut. Wir werden im September auch noch die eine oder andere Überraschung präsentieren. Und wir werden klar über 4% sein. Und dann sind wir der größte Hebel. Es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, rot-schwarz werden, wenn NEOS im Parlament ist, gemeinsam unter 50% sein. Und wir beenden damit eine Ära von 70 Jahren fast, nämlich dieses Machtkartell rot-schwarz. Solange wir über 50 sind, werden sich die immer alles aufteilen in Österreich. Und diese Ära geht zu Ende. Das heißt, wenn wir die Geschichtsbücher aufschlagen im Jahr 2025, wird drinstehen, in Österreich hat sich 2013 bis 2023 eine neue Machtmechanik herausgebildet. Wir werden auch durchaus instabile Zeiten haben die nächsten Jahre, weil natürlich dieser Stillstand auch eine Form der Stabilität ist. Eine der teuersten Formen und der zynischsten Formen von Stabilität, aber eine Form der Stabilität. Nur es liegt nicht der Nähe, das wird sowieso vorbei sein. Uns geht es darum, wer füllt dieses Vakuum, welche konstruktiven Kräfte, die auch tragfähig sind, von ihren Personen her, von den Lösungen her, von der Art und Weise, wie sie Organisationen bauen, können dieses Vakuum füllen, mit Gehalt. Und ich denke, das ist näher als die attraktivste Antwort. Natürlich, wir haben nicht die Parteien, die 6, die im Parlament sind, haben heuer 350 Millionen zum Ausdruck gelassen. Davon haben es
200 Millionen öffentliche Parteienförderung und dann holen sie sich noch zig Millionen über Kammerkanäle und über Parteisteuer und was der Teufel was an kreativen, halbseidenen Angelegenheiten da. Dass man uns nicht so gut sieht, ist klar. Wir können nicht an jedem Eck die Leute bestechen und wir wollen sie auch nicht bestechen. Wir haben tausende Menschen mittlerweile, die laufen für NEOS. Das ist nach der Grünbewegung in den 80er Jahren in der Zweiten Republik die zweite Bewegung, die echt aus der Mitte des Volkes kommt und wo tausende mitmachen. Und sagen, ich investiere in Herzburg. Herzburg gegen Geldsack. Das ist unsere Losung. Und natürlich, ich meine, Pensionsthema. Das wird kein anderer angreifen. Die haben ja alle die Hosen voll von dem Heer der Pensionisten. Wobei ich auch hoffe, dass viele Pensionisten auch nie auswählen. Weil wir sagen, Pensionen bis 2500 Euro würden wir natürlich weiter erhöhen und Inflationsangleichen. Um die geht es uns nicht. Uns geht es darum, zu sagen, ist es fair, dass wir also 17-Jährige, 18-Jährige oder 25-Jährige Hochschulabsolventen haben oder Lehrlingsabsolventen, die teilweise nicht einmal ein bezahltes Praktikum kriegen. Und dann laufen irgendwelche Blechers und andere durch die Republik mit Pensionen jenseits der zig Euro, jenseits der 10.000 Euro, ja, Pensionen 200.000 Euro pro Jahr und mehr. Ein Blecher hat in seiner Pensionistenkarriere schon über 5 Millionen Pensionen kassiert und der plakatiert soziale Gerechtigkeit, kriege ich solche Kabel. Ja, wenn da irgendwo anders der Leiter nicht einmal ein unbezahltes Praktikum kriegt. Und deswegen sagen wir, über 5.000 Euro würden wir reinschneiden natürlich auch. Das Frauenpensionsalter müssen wir natürlich sofort anheben, schrittweise. 2014 beginnen, bis 2023 sind sie auf dem Niveau der Männer. Das ist doch nur fair. Die Frauen leben 5 Jahre länger, warum soll es 5 Jahre früher in Pension gehen? Das ist auch nicht sinnvoll für die Integration der Frauen im Arbeitsmarkt. Allein diese Maßnahme, diese zwei Maßnahmen kombiniert und über 2,5 nicht mehr anpassen Pensionen, nicht mehr Inflationsanpassen, würden uns 2 Milliarden bringen pro Jahr. 2 Milliarden. Natürlich nicht in jedem Jahr gleich viel, das muss man über die Jahre rechnen, aber im Schnitt der nächsten 10 Jahre 2 Milliarden. Also das Geld liegt nicht auf der Straße, aber wir würden es finden. Und wir würden es investieren in Bildung, Forschung, wir würden es investieren in Staatsschuldenabbau. Und ansonsten müssen wir mit dem auskommen in den anderen Bereichen, was schon da ist, und in manchen Bereichen würden wir reinschneiden. Herr Stolz, Sie haben eigentlich die nächste Frage auch schon beantwortet. Das ist die magische 4%-Grenze. Wie kann die geknackt werden? Sie haben es jetzt gerade gesagt. Ja, indem wir unsere Aufbauarbeit weitermachen. Absolut. Sie machen es weiter in der. Und noch eine Frage, noch eine wichtige. Wenn Sie wirklich ins Parlament kommen, was planen Sie für die folgende Legislaturperiode? Haben Sie ganz konkrete Pläne? Ja, also ganz konkrete Pläne, das sind auch die unter Umständen bei der Regierungsbeteiligung. Wir wollen wandern das Bildungs-, also idealerweise wollen wir das Finanzressort, weil das ist Querschnittsmaterie. Die Lande Österreicher sagt, das wird es nicht geben, da wären wir nicht ganz so sicher. Warum? Weil wenn es eine Dreierkoalition ist, dann braucht es einen Kanzler, Kanzlerin, Vizekanzler und warum sollte eine dritte Kraft sagen, ich mache das Beiwagen? Also entweder gibt es einen Vizekanzler oder Finanzminister. Wir sind Idealisten einerseits, aber wir sind auch Pragmatiker im Sinne, wir haben einen gewaltigen Zug zum Tor. Wir sind ergebnisorientiert. Wir sind das unternehmerischste Politprojekt, das es je gegeben hat in Österreich. Wir sind politische Entrepreneure und wir sind da jetzt keine naiven Däumlinge, ja, die sagen, ich will auch, sondern uns ist klar, wann da müssen wir auch hingreifen auf die Macht. Und deswegen Finanzministerium. Die Querschnittsmaterie haben, damit wir ein Zukunftsbudget schnüren können, damit wir mehr Nachhaltigkeit drin haben. Das zweite große Anliegen, Bildungsminister. Ich wäre gern Bildungsminister. Diese Blockade im Bildungssystem müssen wir schneiden. Die Liesel Gera hat im August 2001 gesagt, wir werden ein neues zeitgemäßes Lehrerdienstrecht einführen. August 2001. Neugebauer hockt sich her, fährt 4 Wochen und sagt, ich habe Zeit. Ich kann noch 3 Jahre verhandeln. Da ballt sich die Faust im Hosensack bei mir. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen und Sie haben den Eindruck, dass das Verhältnis zwischen Dienstgeber und Dienstnehmern nicht auf Höhe der Zeit ist. Und Sie lassen sich 15 Jahre Zeit, um das in den Griff zu kriegen. Dann wird es Ihr Unternehmen nicht mehr geben. Die Schule gibt es noch, aber den Preis bezahlt haben die Schüler. Wir haben 27,5% der Jugendlichen,
den Nichtsinn fast lesen können mit 15. Wir haben 20% der Fünftel, die nicht gerade rechnen können. Und was ist in die Interessensvertretung auch der gewerblichen Wirtschaft? Sie wissen das. Ja? Die Leute kommen zu uns und sagen, ja, das ist das Problem, dass ich Lehrlinge einstellen will, aber natürlich ohne Rechnen, ohne Schreiben wird es nicht gehen. Wir sind mittlerweile am drittletzten Platz. Hinter uns ist noch Rumänien und Bulgarien mit aufsteigender Tendenz. Österreich sinkt weiter. Und was machen die Zyniker, die Schachspieler des Stillstands? Die sagen, ich hab Zeit. Auf dem Rücken der Schüler. Migrantenkinder sammeln wir ganz verlässlich in Sonderschulen. Seit Jahrzehnten. Das finde ich ein unglaubliches, das ist das ist eine Sünde, eine brutale. Wir verbiegen Zehntausende von Lebensläufen. Also, Migrantenkinder sind in Sonderschulen 2- bis 3-fach überrepräsentiert. Entweder ist die Grundhypothese von Feynman und Spindlecker, ja, Ausländerkinder sind 2- bis 3-mal depperter als Inländerkinder. Wenn ich daran glaube, dann müssen wir so weitermachen. Die Statistik sagt uns das nämlich seit Jahren und Jahrzehnten, dass das so ist. Aber wenn ich das glaube, ich glaube, dass jeder von uns was kann. Egal, wo ich herkomme. Jeder von uns kann das. Sie können das, ich kann das. Und es geht doch darum, dass es meine Vision für Österreich, dass wir jedem Kind die Flügel geben. Jedem. Und wir verlieren über ein Viertel unterwegs aktuell. Über ein Viertel, denen binden wir die Flügel auf den Rücken. Wenn man sie in die Sonderschule steckt oder sonst irgendwie. Das macht was mit den jungen Menschen. Das macht die, natürlich bringt es die in eine Position, wo sie keine gute Chance haben für ein geglücktes Leben. Familie gründen wird schön. Eigenheim forget it. Ja. Da müssen uns Lösungen gelingen. Andere Länder haben das geschafft. Große Bildungsreform. Das möchten wir machen. Also wenn wir in die nächste Regierung kommen, Bildung. Und dann natürlich zwei Stoßrichtungen müssen sich ändern. Schubumkehr bei Steuerabgabenquote von knapp 45% runter auf unter 40%. Und Parteienfinanzierung muss steil nach unten gehen. Wenn Bildung und diese zwei Punkte bestätigt sind, dann gehen wir gerne in eine Regierung und schieben mit an. Sie haben gerade gesagt, die Frage lautet, welche Ressorts könnten Sie sich vorstellen, kompetent zu führen? Also das Finanzressort auf jeden Fall, das Bildungsressort. Wirtschaft geht auch. Wirtschaft auch. Infrastruktur geht, Außenministerium geht auch gut für uns. Wir sind große Freunde von Europa. Aber wir müssen die Union auch neu erfinden. Das ist die nächste Frage, die sogenannte Europafrage, ja. EU und Euro. Also wir sind große Freunde von Europa, wir lieben Europa. Ja, weil ich glaube, wenn ich das, den Laptop auftrage oder Facebook, dann kommt Europa rein bei mir. Ich weiß nicht, was bei Ihnen reinkommt, aber es ist absurd zu sagen, wir wollen einen nationalen Euro in den allen Mitgliedsländern. Es ist absurd zu sagen, wir müssen uns stärker auf unsere nationale Identität besinnen. Ja, wollen wir am Brenner den Rollbalken wieder runterlassen? Wollen wir am Walserberg wieder dicht machen? Wollen wir Schutzzölle auf die italienischen Nudeln einführen? Ja, Europa ist. Wenn ich meinen Kindern, habe 3 Töchter, wenn ich denen Europa am Globus zeige, dann kommen sie nach 2 Minuten und sagen, wo war das noch einmal? Das ist so ein Tropfen Zeit auf dem Globus, dass es kaum zu finden ist. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Wir müssen uns begreifen, oder wir sollten uns begreifen als Chancengemeinschaft. Das müssen wir aber aktiv, dafür müssen wir uns entscheiden. Schicksalsgemeinschaft können wir uns nicht entscheiden, das ist vorgegeben geografisch. Chancengemeinschaft, dafür sollten wir uns entscheiden. Das heißt aber für NEOS auch, wir müssen die Europäische Union neu erfinden. So wie wir es im Moment tun, fahren wir das Ding an die Wand, innerhalb von Jahren. Und deswegen wollen wir auch die Europäische Union neu aufstellen. Dazu haben wir auch Pläne, wie man vorgehen sollte. Und zum Euro, ja, ich bin ein großer Freund des Euros, weil es einfach ein Symbol ist auch der Gemeinsamkeit. Bin aber auch ein Realist und sehe, dass wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren es den Euro in dieser Form nicht mehr gibt. Also wir werden wahrscheinlich, das ist das wahrscheinlichste Szenario, 2 Geschwindigkeiten haben. Wir müssen zu einer strengen Rechnung kommen, sonst werden wir nie gute Freunde werden in Europa. Also wir brauchen ein Bankeninsolvenzrecht, wir brauchen ein Insolvenzrecht auch für EU-Mitglieder, Euro-Mitglieder. Man muss auch austreten können, nicht alle paar Jahre einmal, aber das ist eine Generationenentscheidung. Diese Entscheidung würden wir auch den Völkern geben. Deswegen wollen wir ja einen neuen Konvent, der soll eine neue Verfassung machen, einen Vorschlag für ein neues, auch eine neue Verfasstheit der Institutionen, Rat, Kommission und Parlament. Parlament würden wir aufwerten, Kommissionspräsident wollen wir direkt wählen, den Rat ein bisschen zurückstutzen, mehr Europa, mehr Gemeinsamkeit. Aber dann sollen die Völker entscheiden, will ich bei dem Club dabei sein.
wir können nicht die Bürger verarschen. Das ist Europa der Eliten, das geht nicht. Wir müssen. Und bisher waren die Abstimmungen immer so ein bisschen Abstimmungen über die nationalen Regierungen, legen wir denen eine auf, weil sie nicht zum Brauchen sind. Aber wenn ich hingehe und sage, okay, liebe bisherige EU-Mitglieder, wir haben jetzt einen neuen Vorschlag am Tisch. Wir haben schwierige Zeiten hinter uns, wir haben Herausforderungen vor uns. Dieser Vorschlag wurde ausgearbeitet von Leuten, die ihr selbst entsandt habt. Ihr habt es national gewählt, diese Konventsmitglieder. Und jetzt ist die Frage, wollt ihr hier dabei sein? Und das ist eine Entscheidung für eine Generation. Dann glaube ich, dann wird dann niemand taktiert, sondern dann kommt er in die Verantwortung und sagt, okay, ich mache mir ein Bild und dann entscheide ich. Und ich will von den Briten wissen, ich war vorgestern auf Besuch bei der britischen Botschafterin. Ich finde es okay, dass der Cameron die Frage stellt. Ich will wissen, seid ihr dabei oder nicht? Aber da haben wir dumme Eier, dann sind wir ein bisschen dabei, ein bisschen nicht. Das ist unwürdig für diesen Kontinent. Und das bringt uns natürlich nicht nach vorne. Deswegen müssen wir das ändern. Österreichs Konjunktur schwächelt. Ein Wirtschaftswachstum von 0,2% ist mittlerweile eine gute Sache für Österreich. Was sind Ihre genauen Pläne, um jetzt die Wirtschaft wieder anzukurbeln, die Unternehmer Österreichs zu entlasten und was ja alle Parteien verlangen, um die Arbeitsplätze zu schaffen? Ich glaube, das ist einmal. Ich glaube ja nicht, dass die Politik Arbeitsplätze schafft. Das schaffen die hunderttausenden Unternehmer, Unternehmerinnen, Gewerbebetriebe. Und da geht es vor allem um eine Großwetterlage. Also wie schaue ich auf Wirtschaft? Halte ich Wirtschaft für tendenziell verdächtig oder böse, so wie die Grünen oder die SPÖ? Also die sagen, oh, das ist mir nicht ganz geheuer, nicht? Und das sind ja alles diese Egomanen und Profitdigger. Das ist eine tragische Verwechslung. Ich habe selber ein Unternehmen aufgebaut, 12 Jahre. Und das ist knallhart. Und jeder von denen, der da aufgebaut hat, harte Jahre. Er hat ein großes Risiko. Und wenn ich heute eine Person anstelle, der ich 1800 Euro netto brutto zahle, dann bekommt diese Person auf die Hand 1300 von den 1800. Und ich als Unternehmer, als Dienstgeber, zahle insgesamt 2400. Und da brauchen wir Schub. Okay. Wir müssen runterkommen bei den Lohnnebenkosten. Das ist ein ganz ein mühsamer Abstieg, ja, weil natürlich 10 Euro das netto Stundenlohn bedeutet 3500 Euro brutto. Jetzt nur gerade, ja, ja, weil ihr braucht Mitarbeiter, ja, jede Menge. Und das ist der Wahnsinn. Brutto, ja. Jetzt rechnen wir mal die Nebenkosten aus, was der Mann dann wirklich kostet. Das ist irre. Und da müssen wir hineinschneiden und das geht auch. Also wir haben ein bisschen Spielraum bei den Sozialversicherungsbeiträgen, weil die sich jetzt langsam erfangen haben. Da müssen wir den Druck hochhalten, dass die sauber wirtschaften. Ich finde auch solche Ansätze, wie es die Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen hier fährt, mit Präventionsbonus etc., die sollten wir in allen Bereichen ausrollen. Wir müssen natürlich das Gesundheitssystem auch aus dem Föderalismus rauskriegen, dann holen wir uns dort Milliarden, dann können wir die Sozialversicherungsbeiträge ein bisschen senken. Wir können drauf schauen, ob was drin ist bei der Unfallversicherung, da ist jetzt schon ein Puffer drin, können wir sofort runtergehen. Also wir könnten die Reise beginnen mit kleinen Schritten, dass die Lohnnebenkosten runtergehen, damit es einfacher wird, Leute anzustellen. Wenn wir natürlich insgesamt im Sozialsystem die Reformen angehen, Stichwort der Pensionen, dann schaffen wir Spielräume, dass wir in größere Sprünge kommen. Unser Ziel wäre, dass wir bei den Lohnnebenkosten runterkommen um 5%. Da haben wir auch einen Vorschlag, wo genau, also schön aufgelistet, wo man jeweils reinschneiden kann. Da geht es um sehr viel Geld, da will ich auch gar nicht den Leuten Sand in die Augen schneiden, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Es geht darum, die Reise zu beginnen. Und wenn wir sagen, mehr netto vom Brutto, heißt natürlich auch für Unternehmer, aber auch für Arbeitnehmer, es soll mehr einfach bleiben. Wir müssen runterkommen in der Belastung der Menschen. Wenn wir im Mittelstand aktuell 65% und mehr Gesamtbelastung haben, wenn ich die indirekten Steuern dazu nehme, dann ist das absurd. Also wenn ich den Menschen über 2/3 nehme, dann kann Neos hier nicht mit, weil wir sind Freunde der Eigenverantwortung. Wo ist dann noch die Eigenverantwortung, wenn da ein Vaterstaat neben mir steht und sagt, über 2/3, ich weiß es besser, wofür wir es ausgeben. Und dann kommen solche Schlüpfe wie Landeshauptleute in Kärnten und lassen die Tantel und die Opas anstellen und sagen, da habe ich ein Hunderter für dich. Deswegen sagen wir, das ist widerwärtig, dieser Föderalismus, wie wir leben. Deswegen wollen wir entweder sonst Steuerhochheit übernehmen,
Bundesländer, so wie in der Schweiz, damit sie sich spüren. Auch die Jungen sich spüren, auch die sollen eigene Steuern einheben. Dafür senken wir die Mitgliedsbeiträge. Wenn die Bundesländer nicht gewillt sind, die Landesregierungen und Landtage Steuerverantwortung zu übernehmen, dann streichen wir die Landtage, dann brauchen wir es nicht. Ja, weil nur Geld ausgeben, das jemand anderer unter Schmerzen einhebt, das führt genau zu den Phänomenen wie in Salzburg, dass wir dann 1,5 Milliarden suchen. Jeden Unternehmer drangsalieren mit 700.000 Jahresumsatz müssen wir doppelte Buchhaltung führen, finde ich auch okay. Und dann kommt ein Landeshauptmann und sagt, doppelte Buchhaltung. Na, braucht man nicht. Und wenn du fragst, wo sind die 1,5 Milliarden, dann haben sie nicht einmal eine Bilanz, die sie aufschreiben können, wo das vielleicht noch kriminell bewertet ist, aber es ist nicht einmal gescheit bewertet. Der Standort Österreich ist eigentlich unattraktiv wie noch nie. Internationale Unternehmen kommen gar nicht mehr auf die Idee, jetzt nach Österreich zu kommen und in Österreich zu investieren. Was wären Ihre Pläne für die Zukunft, für den Standort Österreich attraktiver zu machen, global gesehen, aber auch überhaupt innerhalb Europas? Ich glaube, der Standort ist auch wieder, Standortattraktivität ist ein Gesamtkunstwerk. Also da geht es auch um die Großwetterlage, was für Klima ist in dem Land. Herrscht dort Stillstand oder herrscht dort Aufbruch, Dynamik? In Österreich haben wir zu viel Stillstand. Das heißt, wir müssen den Stillstand beseitigen. Das sind Großwettersignale. Wir müssen natürlich auf der steuerlichen Ecke in höhere Glaubwürdigkeit kommen. Das ist den internationalen Investoren nicht geheuer, wie Österreich das im Moment schlägt. Das ist kein Verlass, ob das halten wird. Wir brauchen auch wieder einen funktionierenden Kapitalmarkt. Den hat es noch nie so recht gegeben, aber es gab zumindest Anfang der Nullerjahre ein Aufflackern. Da wäre NEOS bereit, weiter in Privatisierungen zu gehen. Das wäre, glaube ich, ein wichtiges Signal an den Kapitalmarkt. Ich will nicht ratzfatz privatisieren. Ja, wir können zum Beispiel im Energiebereich allerdings, das ist für uns eine Wettbewerbsbranche. Nicht das Stromnetz, das ist ein natürliches Monopol. Das soll der Staat irgendwie effizienter orchestrieren und managen mit einer Betriebsgesellschaft, so wie es jetzt auch ist, aber dann Stromversorgung als solches und Erzeugung ist natürlich eine Wettbewerbsbranche. Und da können wir privatisieren. Sagen wir, lassen wir einen starken Kernaktionär drin, mit 25% plus eine Aktie in allen Energieversorgungsunternehmen, und dann haben wir ein Privatisierungsvolumen von über 14 Milliarden. Das ist ein gewaltiges Volumen, wäre ein gewaltiger Schub für dieses Land. Wir müssen dann nicht mehr in jedem Energieversorgungsunternehmen zwanghaft nach roten oder schwarzen Vorständen suchen. Parteipolitik bringen wir raus. Der Konsument, Sie, ich, wir haben alle was davon, weil der Wettbewerb wird gestärkt, der Energiepreis wird sinken. Wir sind hier in internationalen Vergleichen immer noch zu hoch. Und wir würden dann hinein investieren, zum Beispiel in Bildung, natürlich Schuldenabbau. Wir würden aber auch sowas wie eine ÖRG neu machen, wo wir sagen, richten wir ein, wie die Finnen zum Beispiel, einen Venture Capital Fonds für junge Unternehmen. Die Finnen haben eine Agentur, die heißt Dekesh. Die haben so 700 Millionen drin, wo sie junge Unternehmer begleiten, dass die Flügel heben und dann ziehen sie sich zurück. Das finde ich ein schönes Bild für den Staat. Warum nicht die ersten Meter mitgeben und dann sind wir draußen? Aber nicht so irgendwie à la ÖBB oder à la, wie halt die SPÖ ihren Konzern Wien führt, möglichst viele Menschen in Abhängigkeit führen und dort halten, damit ich organisierterweise 70.000 Stimmen habe für meine absolute. Mit dem wollen wir abfahren. Und wenn wir all das schaffen, dann sind das Signale, erstens werden wir dann in den Standard-Rankings natürlich wieder nach oben kommen, nicht abfallen wie bisher. Und Bildung ist auch zentral. Also Bildung ist ein ganz zentraler Wettbewerbsfaktor. Und in sämtlichen Bildungsrankings stürzen wir ab. Und das ist natürlich ein tragischer Zubringer auch für unseren Absturz in den Standard-Rankings. Also mit mehr NEOS kann die Reise dann nur nach oben gehen in den Standard-Rankings. Das ist unsere Überzeugung. Und das ist uns auch wichtig. Wir glauben an die Wirtschaft und es braucht aber auch einen entschlossenen Staat. Braucht eine blühende Wirtschaft oder es braucht einen entschlossenen Staat, da wo die Wirtschaft versagt, Monopolbildungen etc. Jede Opposition, die nicht in der Regierung ist, ruft nach Verwaltungsreform. Interessanterweise, sobald der Regierungsbeteiligung da ist, hört man nichts mehr davon. Der Staat soll geschmälert werden, die Steuern gerne runtergesetzt. Sie haben das eh schon eigentlich kundgetan. Aber wie wollen Sie es konkret machen?
Sie haben ein paar Punkte, glaube ich. Die Frage ist, also die Verwaltungsreform werden wir nur im Ansatz schaffen, wenn wir neue Akteure am Feld haben. Die ÖVP, die SPÖ, die haben solche Fußfesseln an ihren Beinen, ja, die haben überhaupt keine Chance, sich hier zu bewegen. Ich meine, wenn der Spindlecker sagt, denk mal über das Frauenpensionsalter nach, wir sollten das früher erhöhen, was passiert? 4 Tage später rückt die Mikl Leitner aus, also ÖVP-Chefin, und sagt, hat er nie so gesagt. Und 2 Tage später, nach der Mikl Leitner, rückt der Kohl aus und deutscht seinen Parteivorsitzenden aus und sagt, das hat er nie gesagt und man hat das falsch interpretiert. Stellen Sie sich vor, es würde der Herr Spindlecker was zum Thema Verwaltungsreform sagen. Dann rückt der Bröller aus und der Herr Bühringer, der sich gerade eine Medizinuniversität bestellt hat für Linz, so viel zu Sachen in Sachen Bildungspolitik, Stringente. Die können da nichts mehr. Die SPÖ will da auch nichts auf dem Eck. Und die Grünen, für die war das offensichtlich nie wichtig. Die Grünen haben wichtige Beiträge geleistet die letzten 25 Jahre in der Opposition. Keine Frage. Was ich an den Grünen ankreide, ist, dass sie 25 Jahre bombardiert haben, waren zum Regieren nicht zu gebrauchen und jetzt sind sie über Nacht plötzlich so alt, wie man nur Old-Style sein kann. Die Klawischnik, aber auch der Budgetsprecher Kogler, die verweigern zum Beispiel direkte Streitgespräche in Medien. Es wurden schon von mehreren Medien Streitgespräche angefragt. Die verweigern, die machen das nicht mit uns. Auch die ÖVP macht es nicht mit uns. Von der ÖVP hätte nichts anderes erwartet. Old school. Machtpolitik pur, aber von den Grünen ist das sehr enttäuschend. Und deswegen, es braucht neue Akteure. Also wenn wir dieselben Akteure wieder im Parlament haben, wird da nichts gehen. Deswegen bin ich auch durchaus dafür, warum soll nicht auch versuchen mal, was der Stronacher leisten kann. Also da manches mit aufzubrechen. Aber man, Föderalismusreform ist in vielen kleinen Schritten. Es gibt nicht diesen einen Föderalismusreformschatz, den man an einer Angel hochhält, sondern Gesundheitsreform zum Beispiel. Wir müssen die Patientenströme anders lenken. Im Moment versucht die Sozialversicherung, das Geld den Bundesländern umzuhängen. Die Bundesländer ist der Sozialversicherung umzuhängen. Die Bundesländer holen es dann sowieso vom Bund. Und unterm Strich haben wir wahrscheinlich mindestens 1,5 Milliarden Euro mehr Ausgaben drin, als wir brauchten für dasselbe Niveau und dieselbe Qualität. Bundesrat können wir morgen abschaffen. Kleiner Tropfen, heißer Stein, aber gutes und wichtiges Signal. Ist völlig für die Fisch, dieses Gremium. Förderungen. Wir schütten in Österreich so viel Förderungen aus. Bund, Land direkt. Wir sind ja 50% von der Förderungsquote über dem EU-Durchschnitt. Das hat auch damit zu tun, dass die Parteien im großen Stil einfach die Menschen anfüttern wollen und sie in Abhängigkeit halten wollen. Mit Parteibuch und mit Förderungen. Das ist auch eine Art der Föderalismusreform. Wenn wir Parteienförderung streichen um 3/4, ist auch eine Art der Föderalismusreform. Warum? Wir drängen den Einfluss dieser unseligen, alteingesessenen, müden, ausgebrannten, machthungrigen, aber korruptionsanfälligen Parteien zurück. Also, und dann gibt es natürlich die 100 Vorschläge vom Österreich-Konvent. Es muss nicht alles Neos neu erfinden. Österreich-Konvent wieder auspacken. Und auch die Vorschläge vom Rechnungshof, ganz viel drin. 700. Ja, 700, ganz viel auch zum Thema Verwaltungsreform. Wir müssen das Rad nachher erfinden. Um was es geht, ist anpacken und dann umsetzen. Um das geht's. Und ich glaube, wir sind eine Anpackerpartei. Ob wir auch umsetzen können, das entscheidet das Volk. Wird man sehen. Ganz wichtige Frage: Thema Zuwanderung, ja. Die Integration. Ja. Also, was sagen Sie dazu? Wir sind ein Zuwanderungsland, Österreich immer schon gewesen. Also, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, 700 Leute. Mein Nachbar, der hat D'Alberto Kassen, Avanzini, Pisoni. Und das waren für mich erstens meine Nachbarn, zweitens meine Schulkollegen, drittens ganz normale Menschen. Und mit 10 habe ich irgendwann gelernt, dass das Welche sind. Also, das war schon, ich glaube, die Generation meiner Kinder jetzt, das ist durch. Also, das Wort gibt es gar nicht mehr. Aber die sind mit dem Adelbergbankbau gekommen, 1880 bis 84. Also nicht-deutschsprechende aus dem Trentino. War natürlich Ausländer. Heute sind es Urvorarlberger. Wenn ich heute heimkomme nach Vorarlberg, wohnen sie in Wien.
Dann sagen mir die Leute, du Hargott, red da mal Dialekt. Dann versuche ich, und sogar zu reden Dialekt, das ist kein gescheiter Dialekt. Ja, also, wir waren immer ein Zuwanderungsland. In Wien ja sowieso Weltimport pur. Wir wollen das Thema aus dieser Tabuzone rausholen. Wir wollen das Thema Asyl trennen vom Thema Zuwanderung. Wir stehen im Bereich Asyl für eine menschliche für einen menschlichen Zugang. Das heißt, wir müssen schneller werden bei Asylanträgen. Ich kenne Leute, die warten seit 10 Jahren auf ihren Bescheid. Stellen Sie sich vor, sie warten und die Familie wächst heran. 10 Jahre, jeden Tag auf einen Brief, wo drin steht, du musst ausziehen, du darfst bleiben. Das ist Elend. Da müssen wir besser, schneller werden. Und menschliches Augenmaß haben. Aber natürlich gibt es auch Asylmissbrauch und da müssen wir auch klar sein. Aber das muss schneller gehen. Was Wirtschaftsflüchtlinge oder Zuwanderung betrifft auf den Arbeitsmarkt, dort sind wir ganz klar für eine Steuerung. Traditionsreiche Zuwanderungsländer wie USA, Kanada, Australien, für die ist es seit Jahrzehnten kein Thema, dass man das steuern muss. Das war nur Österreich, die nie auf die Idee kamen, dass man das steuern muss. Ich weiß nicht, mit welcher Dumpfheit man da gegen eine Steuerung sein kann, die Gewerkschaft oder andere. Also die Rot-Weiß-Rot-Karte halten wir für den richtigen Zugang, nur floppt die natürlich total. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Österreich kein Zielland ist für gut ausgebildete Arbeitskräfte international. Die branchen an uns vorbei. Da würden wir eine Offensive starten. Natürlich wollen wir die Leute haben. Und wir dürfen auch in der Abwanderung dürfen wir nicht so viel. Wir verlieren gerade in den MINT-Bereichen, also Naturwissenschaften, Mathematik, ob das jetzt Biotech-Branche etc. Wir verlieren zu viele Leute ins Ausland. Die gehen ins Ausland, weil sie da bessere Chancen haben und kommen nicht mehr wieder. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die demografische Kurve legt uns ja auch nahe, dass wir da eher schneller handeln sollten als langsam, weil es werden uns die Fachkräfte auch ausgehen. Also es geht nicht nur um Gestützte, es geht ganz klar auch um Fachkräfte. Also die duale Ausbildung ist ja zum Glück keine Erfolgsgeschichte international. Wenn man beneidet, die Lehre ist großartig, aber auch da müssen wir nachlegen. Sonst werden wir hier nicht die richtigen Leute in die Lehre auch anziehen können und in die Facharbeiterberufe. Da gibt es viel zu tun. Noch einmal kurz zusammengefasst. NEOS steht für das neue Österreich. Hm. Wie schaut das neue Österreich aus und was ist der Weg zu diesem neuen Österreich? Hm. Das neue Österreich ist ein Österreich, wo wir Eigenverantwortung mehr leben als heute. Wo die Menschen sagen, ja, ich kann als Mensch das Leben selbst in die Hand nehmen. Wo sich das übersetzt in der Wirtschaft beispielsweise, dass wir ein unternehmerisches Österreich sind. Wo sich das übersetzt im Bildungsbereich, das ist uns NEOS ganz zentral. Dass wir sagen, wir durchschlagen die parteipolitischen Fesseln, die Rektorenbestellung nur über Parteibuch. Wir geben den Schulen die Autonomie. Wir bekommen die Vielfalt in den Schulen, die engagierten Lehrer, denen werfen wir keine Steine mehr in den Weg und legen keine Prügel zwischen die Füße, sondern denen geben wir die Möglichkeiten. Die Rektoren bestellen wir vor Ort durch Schulgemeinschaftsausschuss, Träger und eine Qualitätsagentur des Bundes. Und die bekommen Personalhochheit, die bekommen Finanzhochheit, die können in ihrer Schule Verantwortung übernehmen, gestalten. Die können damit allen unseren Kindern die Flügel geben, das ist unsere Vision, allen Kindern die Flügel geben. Das ist ein Österreich, wo wir nicht mehr über ein Viertel verlieren auf dem Weg zu einer guten Grundausbildung, wo nicht mehr über 25% nicht gescheit lesen können, sondern wo wir sagen, wir waren und sind imstande, die Talente, die jeder von uns hat, zu heben und die Leute mit einer guten Grundausbildung in das Leben zu entlassen, auch fit für den Job zu machen. Das ist ein Österreich, wo wir unser großartiges Sozialsystem auch endlich enkelfit gemacht haben. Wir stehen als NEOS zu diesem österreichischen Sozialmodell, zum europäischen Lebensmodell, nur es ist im Moment nicht nachhaltig aufgestellt. Wir schnallen den Kindern, wenn sie auf die Welt kommen, einen Rucksack auf, 30.000 Euro Schulden mit dem ersten Tag. Das ist ein Österreich, wo wir jedes Jahr Steine aus diesem Rucksack rausnehmen, bei unseren Kindern und Enkeln, und nicht jedes Jahr wie seit 50 Jahren Steine reinlegen. Dieses neue Österreich wollen wir.
Man könnte natürlich noch stundenlang weiter diskutieren, ja. Es gibt noch so viele Themen. Ich kann ins Detail gehen, genau, jeden Punkt. Es gibt noch genug Themen. Dementsprechend haben wir uns überlegt, dass wir mir jetzt einige Themen noch sozusagen, also ich werde Ihnen jetzt einige Schlagwörter sagen und ich bitte Sie darum. Wordrap. Genau. Okay, ja, ganz kurz mit einem. Was Ihnen einfällt. Mhm. Ganz kurz mit einem Satz eben zu diesem Schlagwort, das zu sagen. Wir beginnen bei der Reichensteuer. Haben wir schon? Ja. Super. 50% der Spitzensteuersatz finde ich okay, dass wir den Reichen 50% nehmen. Steuerflucht ganz entschieden bekämpfen ist wichtig in dem Kontext. Jugendarbeitslosigkeit. Die größte Herausforderung für den Kontinent. Wir wollen auch ein Ministerium Europa und Jugend. Ich glaube, wenn Österreich Jugendarbeitslosigkeit nicht importieren will aus Europa, dann müssen wir an europäischen Lösungen mitarbeiten. Also das ist ganz zentral. Und da geht es auch wiederum ein unternehmerisches Österreich beflügeln. Arbeitsplätze kommen von Unternehmern, von Gewerbetreibenden, nicht von der Politik. Das Bildungssystem. Bildungspower statt Neugebauer. Außer mit den Bremsern, Betonieren und hinein mit Bewegung. Okay. Die das Engagement blühen lassen. Pensionssystem. Gehört umfassend reformiert. Klare Pläne von NEOS hier, eines unserer Schwerpunktthemen. Das Justizsystem. Wir wollen einen unabhängigen Justizminister, eine unabhängige Justizministerin. Wenn wir die Glaubwürdigkeit in das Justizsystem weiter so beschädigen wie in den letzten Jahren, dann ist das eine Tragödie für dieses Land. Forschung? Zentral. Würde man mehr Geld investieren. Was wir zum Beispiel außerkriegen durch ein Pensionsreformvorhaben. Bundesheer Zivildienst? Ja, wir wären für ein Profiheer gewesen. Also wenn jeder Lehrberuf 3 Jahre braucht für eine ordentliche Ausbildung, dann ist es absurd zu sagen, für diesen anspruchsvollen Job schnell sie den Kurs von ein paar Monaten. Das ist absurd. Das Volk hat hier entschieden. Wir würden trotzdem drauf bleiben, dass wir mittelfristig hier umsteigen wollen und ein freiwilliges soziales Jahr einführen, das sehr attraktiv ist. Die rot-schwarze Koalition. Beziehungsweise Regierung. Ja, das sind Zyniker der Macht. Das sind irgendwie Schachspieler des Stillstands. Die sind nicht zum Brauchen. Die brauchen, wenn sie wieder in der Regierung hocken sollten, beim nächsten Mal, brauchen sie jemanden, der ihnen wirklich den Stachel ins Fleisch macht. Und dieser Stachel wollen wir sein als NEOS. Jetzt als Abschlussfrage haben wir jetzt eine ganz besondere Frage überlegt, die wir alle Spitzenkandidaten und Repräsentanten der jeweiligen Parteien fragen. Und zwar stellen sich vor Herr Strolz, Sie landen auf einer einsamen Insel und werden dazu gezwungen, sich dazu entscheiden, eben die eine Woche mit einem der Spitzenkandidaten oder Kandidatinnen der jetzigen Parteien auf dieser Insel eben zu verbringen. Für welche Person würden Sie sich entscheiden und warum? Na, Urlaub wird jetzt keiner. Ja, das ist ein bisschen eine Zumutung, die Frage. Ja. Ich finde, dass die ja für sich genommen alle okay sind. Das Problem sind ihre strukturversteinerten Parteien. Also insofern, ich habe keine Präferenz. Ich kann mir das mit der Klawischnik gut vorstellen. Ich würde gerne eine schwarz-grün-pinke, also eigentlich falsch, ich würde gerne eine schwarz-pink-grüne Wenderegierung für 2018 vorbereiten. Da könnten wir Wochen im Workshop gehen. Ja, genau. Okay. Perfekt. Könnten wir vorbereiten. Dann danke für uns, dass Sie für uns Zeit genommen haben und noch viel Erfolg und viel Engagement für die Wahlkampfzeit und für den Stichtag. Danke Ihnen für die Einladung. Ja.